Yes, the digital transformation has begun. Also, dann freuen wir uns auf Robert Thielicke. Er ist im Gespräch mit Professor Dr. Wolfgang Walster. Und Professor Walster ist der Geschäftsführer des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz. Ansonsten ist er auch Mitglied der Nobelpreisakademie, das wäre in Stockholm. Und er hat den Zukunftspreis des deutschen Bundespräsidenten bekommen. Das war 2001, das war ein Hammer. Okay, also, und jetzt freuen wir uns auf das Gespräch. Bitte für Sie, Robert Thielicke, Wolfgang Walster. Ja, vielen Dank. Ich freue mich ebenfalls. Ein wahnsinnig spannendes Thema und eines, glaube ich, das und in Zukunft sehr stark begleiten wird und immens viel der digitalen Revolution prägen wird. AlphaGo hat es ja gezeigt am Wochenende oder im Lauf der letzten Woche 3:1 Gewinn. Die Frage an Herrn Professor Walster ist natürlich, ob ihm ein bisschen mulmig wurde, als er das gesehen hat, was da so auf uns zukommt. Nein, überhaupt nicht. Denn ich mache jetzt künstliche Intelligenz seit über 30 Jahren. Und solche Gewinne von Brettspielen, das ist eigentlich nichts so Besonderes. Es ist schön für uns, dass, und ich muss gleich zu Beginn sagen, Google ist bei uns ja auch Gesellschafter beim DFK. Wir arbeiten sehr gut mit Google, sehr eng zusammen, haben vieles für Google entwickelt und kriegen da auch viele Anregungen. Deshalb an sich eine positive Sache. Man soll natürlich die Methoden der künstlichen Intelligenz auch auf solche Brettspiele anwenden. Go war bisher immer noch sehr schwierig. Wir haben es ja bei Schach geschafft. Bei Spielen wie zum Beispiel Backgammon kann heute kein Mensch mehr die Maschine schlagen. Wir haben aber viele andere Dinge, die für mich interessanter sind noch als Go, zum Beispiel Poker, wo die besten Pokerspieler auch wirklich mit KI-Systemen trainieren. Wir haben das für Bridge und so weiter. Ich glaube, dass wenn man menschliche Intelligenz betrachtet und die auf den Computer bringen will, dann sind Spiele eigentlich mit die leichteste Übung. Als die künstliche Intelligenz vor 60 Jahren angefangen hat, hat man ja gleich Spiele gemacht. Übrigens, vor der Welle hat schon Konrad Zuse sich auch mit Schachautomaten beschäftigt und so. Insofern ist das für mich kein Schock. Ich finde es nur, es zeigt sehr schön, dass wir nochmal durch das Deep Learning, also sozusagen ein Revival der neuronalen Netze, jetzt in einer Auflage, wo wir viel mehr verdeckte Schichten simulieren können, dass man da nochmal einen weiteren Fortschritt hat, bei solchen Aufgaben, die ich wirklich auf Massendaten lernen kann. Aber für mich war es kein Schock. Ich halte auch gar nichts davon, daraus jetzt alarmistische Thesen zu machen. Jetzt wird der Mensch ja ganz besiegt, weil die menschliche Intelligenz beruht natürlich, das wäre ja schön, wenn wir, jeder, der gut spielt, ist ja nicht unbedingt super intelligent, sondern er ist Fachidiot in einem ganz speziellen Segment. Und künstliche Intelligenz für mich ist erheblich viel mehr. Trotzdem Glückwunsch dort an Google. Ich glaube, dass das aber in einigen Jahren so sein wird, dass man das ganz mit müdem Lächeln sagen kann, ja, Computer sind eigentlich in allen Brettspielen besser als der Mensch, aber das heißt gar nichts. Wir haben andere Aufgaben. Aber ist es nicht vielleicht auch ein bisschen eine Beruhigung für die Öffentlichkeit, weil man natürlich gesagt hat, okay, Schach galt als die Domäne des menschlichen Geistes schlechthin. Dann ist es 15 Jahre her, dass ein Computer Kasparov besiegt hat. Dann galt Go als die Domäne des menschlichen Geistes. Die haben wir auch verloren. Das heißt, eigentlich sind alle wirklich Domänen des menschlichen Geistes, die man gesagt hat, das macht menschliche Intelligenz aus. Die sind eingenommen. Was bleibt denn dann noch? Ach, da bleibt jede Menge. Es bleibt nämlich das Verhalten im Alltag. Vielleicht sollte ich mal etwas weiter ausholen. Alles, was sozusagen Intelligenz ausmacht, das bringt eigentlich schon ein relativ kleines Kind mit. Und es gibt heute noch Aufgaben, die kann eigentlich, wir hatten gerade mit der britischen Regierung vor 3 Wochen eine Konferenz, Human-like Intelligence. Da haben wir mal zusammengestellt, was eben alles heute leider noch nicht kann. Und das sind zum Teil ganz triviale Aufgaben. Wenn Sie zum Beispiel auf der beliebten Kaufinger Straße in München zum Weihnachtsmarkt über die Straße gehen und dort nicht anrempeln, das kann heute noch kein Roboter in Realzeit. Jetzt denkt man, ja gut, dieser Ausweichmanöver. Ja, das ist aber nicht so, sondern Sie müssen da eine ganz schnelle Soziale
soziale, emotionale Analyse. Ist das eine ältere Dame mit Hund? Sie braucht ein enormes Wissen. Das fällt dem Menschen nur nicht auf, weil er das quasi fast automatisch macht. Kriegt aber kein Roboter hin. Wenn Sie zum Beispiel aus wenigen Beispielen lernen, heute ist es ja so, dass wir aus extrem vielen Beispielen lernen und da zum Teil besser werden als der Mensch, weil der Mensch gar nicht Millionen von Schachzügen oder Go-Zügen sich angucken kann. Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel zum Tenniskurs gehen, Ihre erste Stunde, der Trainer zeigt, wie der Aufschlag gemacht wird, der zeigt ja nicht 10.000 Mal, sondern der zeigt zweimal. Und trotzdem, Sie machen das nicht besonders gut, aber Sie können mal. So, das kann aber heute auch kein System. Das heißt, wir haben gesagt, weiteres Riesenproblem für uns ist, Lernen aus ganz wenigen Beispielen. Es ist keine Kunst, aus riesigen Beispielen zu lernen, sondern der Mensch ist ja zum Glück in der Lage mit One-Shot. Wir haben sogar Kinder. Ich habe das getestet mit einem Kind, 6 Monate alt. Sie setzen sich an eine Tastatur, tippen da so rein und tippen, machen mit der Maus. Das Kind weiß gar nicht, was eine Tastatur, kann auch nicht sprechen. Trotzdem kann es das nachahmen. Ja? Also mit anderen Worten, die menschliche Intelligenz setzt sich zusammen aus sensomotorischer Intelligenz. Da sind die Maschinen heute auch noch weit entfernt von der Performance. Wir haben heute unsere besten KI-Systeme, die können zwar Bilder und Sprache analysieren, aber sie bringen es zum Beispiel nicht fertig, wie der Mensch, alle die Sinne zu fusionieren und daraus ein Bild zu machen. Zweite ist die kognitive Intelligenz. Da sind wir zum Teil mit dem Computer, mit KI-Systemen schon überlegen, dem Menschen. Da gehört eben Schach dazu. Dann gibt es aber die emotionale Intelligenz. Wir wissen alle, die erfolgreichen Menschen verstehen auch sozusagen die Emotionen der anderen Menschen. Computer mehr oder minder fast Fehlanzeige. Und das dritte oder vierte ist die soziale Intelligenz. Auch die kennen wir. Alle erfolgreichen Unternehmer, auch Politiker, die haben ein Gespür, ja, für den Teamgeist. Unsere Roboter, wir sind jetzt, glaube ich, in dem DFKI zum 7. Mal Weltmeister im Fußballrobot. Ja? Und was passiert? Diese Roboter, die spielen, die wollen immer den Ball behalten und versuchen ein Tor zu schießen. Die geben nicht ab. Ja, also kein soziales Verhalten, kein Teamplayer. Wir müssen den Doppelpass mussten wir wirklich jahrelang trainieren, um das mal einzuführen. Also da ist ein Riesenabstand. Ich wollte kurz nochmal kommen, also gerade auf das Beispiel Lernen mit wenigen Daten, ja, was Sie als eines der Merkmale Challenge für Menschen gelernt haben. Jetzt sind ja sehr viele Forscher dabei, genau das Robotern beizubringen, indem sie sagen, ich mache das dem vor, ja, und dann macht er das nach. Und das muss ich dem zweimal vormachen, dann kann der das. Da, ja, sind wir doch eigentlich schon. Nein, das ist der, was der dann macht, ist ja, dass er praktisch nur die Trajektorie, so wie Sie ihm genau vormachen, ja, nachmachen. Sie müssen also seine Hand führen. So macht das aber nicht der Tennislehrer. Ja? Wenn Sie nur, sagen wir mal, Sie sind ein Kind als Tennisschüler, 1,40 Meter groß, der Lehrer ist 2 Meter groß, macht den Aufschlag. Die rein physische Trajektorie ist eine ganz andere. Wenn Sie an unseren Roboter machen, da können wir so ein simples Teach-In, da müssen Sie aber genau diesen Roboter in seiner Dimension führen. Der kann nicht die Abstraktion durchführen, dass von Ihrem Körper, ja, Modell, oder es ist ein Breitband, ganz schmaler, übertragen. Also da gehört viel mehr dazu und auch, sagen wir mal, Sie haben anderen Schläger zum Beispiel. Dieses heute Imitation Learning, was angeblich manche Industrieroboter ist dagegen absolut primitiv und hat mit dem, was ich eben One-Shot-Learning, nichts zu tun. Also zusammengefasst, ich kenne ja die Systeme zum Glück sehr gut und will auch den Hype bisschen, ich will damit nur klar machen, hier sind ja viele junge Leute, also die künstliche Intelligenz ist ein super Thema. Es gibt auch kein Naturgesetz, verstehen Sie mich nicht falsch, was sagt, das wird niemals funktionieren. Nur ich will auch ein bisschen von dem Hype runter, heute können wir schon alles, ja, und sondern wir sind eigentlich jetzt bei einem Durchbruch nochmal, ich sage eine zweite Blütephase der künstlichen Intelligenz, wo wir unheimlich viele tolle Anwendungen machen können, wo das realistisch wird. Die Industrie rennt uns sozusagen auch deshalb die Bude ein. Autonomes Autofahren wird ohne künstliche Intelligenz nicht möglich. Das ist alles sehr gut. Trotzdem sind wir von der menschlichen Intelligenz noch wirklich Lichtjahre entfernt. Wollte ich noch mal kurz auf den Hype eingehen. Ja. Die Künstliche Intelligenz hat ja einige hinter sich, genau, einige Cycles. Erwarten Sie, dass es irgendwann in 3-4 Jahren auch mal wieder so nach unten geht, wo man wieder an eine Grenze kommt und sagt, jetzt stehen wir wieder, ja, da? Ja,
Das kann sehr schnell passieren. Und das liegt daran, ich glaube, dass der Unterschied ein bisschen zwischen Europa, insbesondere auch Deutschland und USA. Leider haben wir in USA doch etliche Personen, die gar nicht so sehr in der künstlichen Intelligenzforschung selbst tätig sind, die aber eine wahnsinnige Marketingmaschine und zum Teil auch wirklich pseudowissenschaftlich, muss ich sagen, die Namen, die dort immer genannt werden, wenn sie auf die Top-Konferenzen, wo wirklich KI-Wissenschaftliche und sind gar nicht in Erscheinung, die treten dann mit ganz wilden Thesen auf und das verdirbt zum Teil die Preise. Ja, ein Beispiel kann ich nennen, das war in den 80er Jahren Professor Feigenbaum von Stanford, ja, der wahnsinnig die Sache überzogen hat. Es ist heute auch durchaus Ray Kurzweil, mit dem ich mich auch immer streite, der absolut verrückte Thesen ohne wirklich eine gewisse Substanz vorlegt. Es gibt natürlich extrem gute Leute auch in den USA, aber ich sage, wir müssen hier in Deutschland, das war unsere große Erfolg, dass wir heute das größte KI-Zentrum in Deutschland und nicht mehr in den USA haben, liegt eben daran, dass wir versucht haben, auf dem Boden der Tatsachen und wirklich als Ingenieure, wir haben ja extrem, KI heißt immer künftige Informatik, wir gehen also wirklich eigentlich ans Limit dessen, was machbar ist. Aber dabei bleibt es auch, wir machen auch keine falschen Versprechungen an die Industrie oder an den Staat, dass wir alle Probleme der Welt die es mit künstlicher Intelligenz lösen, sondern wir bleiben sozusagen auf einem Teppich. Und das hat sich eigentlich sehr bewährt, denn der Fortschritt ist inkrementell. Ab und zu hat man so einen Durchbruch, wie jetzt wieder mit dem Deep Learning. Aber ich glaube, man sollte sich davor hüten, und das versuche ich auch in der Öffentlichkeit immer, jetzt gleich daraus extrem überzogene Hoffnungen zu erwecken, weil dann kommen die Rückschläge. Und wir sind in Deutschland eigentlich damit gut gefahren, dass wir immer höher und höher und höher. Und jetzt haben wir die USA. Es gibt ja kein Institut, was so viele Mitarbeiter und so viel Umsatz mit künstlicher Intelligenz macht wie wir. Und Sie sehen ja, dass Microsoft, Google, Intel kommen alle zu uns nach Deutschland um KI, weil in den USA gibt es eben sehr viele Marktschreier, muss man auch sagen, die bisschen die Klappe zu voll nehmen. Und ich glaube, die deutsche Mentalität des Ingenieurs bisschen zurückhaltender ist eigentlich besser. Jetzt wollte ich auf einen dritten Punkt eingehen, den Sie gesagt haben, was ist menschliche Intelligenz? Kognitive, Sie geschlagen, ja. Sind Maschinen schon sehr viel besser? Das imitierende Lernen haben wir angesprochen. Genau. Das andere ist die Sensorik, die Körper. Das ist natürlich immer dieser Teil, wie viel Intelligenz ohne Körper. Jetzt bewegen wir uns aber natürlich in einer Zeit, die sehr stark in Richtung Internet der Dinge geht. Überall Sensoren aufbauen, Big Data Auswertung. Ist das der Körper für die künstliche Intelligenz? Ja, ein Teil haben Sie völlig recht. Es führt aber auch nochmal zu einem Umdenken und auch einem Klarmachen. Das ist vielleicht für viele hier auch interessant, dass wir eigentlich nicht versuchen, den Mensch mit allen seinen Schwächen zu kopieren. Wir wollen also keinen Homunculus oder Frankenstein hier bauen, sondern, wie Sie richtig sagen, wir wollen eigentlich die immer intelligentere Umwelt, wir sprechen ja von intelligenten Umgebungen, die mit Sensorik, mit Aktuatorik ausgerichtet, die wollen wir auch wieder für die künstliche Intelligenz nützlich machen. Das kann aber der Mensch gar nicht. Also ganz simples Beispiel. Wir haben einen Roboter entwickelt, der kann auch, wenn er ein Glas hier greift, Daten aus dem Glas auslesen. Wir haben ja nun leider keine RFID-Reader in unserer Hand drin. Der Roboter macht das. Was bringt das? Das Glas meldet sich jetzt bei dem Roboter an und sagt, ich habe das und das Gewicht. Achtung, hier oben nicht so stark drücken. Bitte das Champagnerglas unten angreifen. Das brauchen wir jetzt nicht mehr wie der Mensch durch, man hat ja jahrelang versucht, Robotern das beizubringen mit dem Champagner oder Eik. Nun gibt es viele Beispiele, Millionen Forschungsmittel und dann heißt es, ja, der Roboter muss das durch die Augen so erstmal gucken. Ja, wir machen das jetzt einfacher. Die Objekte, das Ding meldet dem Roboter, bitte mich so greifen. Und daran sieht man schon, dass wir ja sozusagen, das hat jetzt nichts mit Superhuman zu tun, aber es ist eine andere Art der Intelligenz, die der Roboter noch, weil er eben mehr Umweltintelligenz der Objekte ausnutzen kann. Und ich glaube, das gibt der künstlichen Intelligenz tatsächlich, wie Sie richtig sagt, nochmal einen riesen Push. Aber das ist eben dann nicht eine echte Nachahmung menschlicher Intelligenz, weil wir solche Sensoren, wir können weder sehen wir elektromagnetische Wellen, ja, die kann der Computer auslesen, wir können im Infrarotbereich nicht sehen und so. Der Mensch ist in seiner Sensorik, das will ich nochmal sagen, extrem beschränkt. Wenn wir mal durchgehen, die Sinne des Menschen, da kann man sagen, der Sichtsinn ist sehr gut. Ja? Der Mensch kann relativ gut sehen.
Beim Hören ist es schon etwas schlechter, kommen relativ wenig Bits an. Ja? Computer, wir haben heute Computer, ich habe mich ja jahrelang mit Spracherkennung beschäftigt, die hören eigentlich viel besser als der Mensch. Im Auto, sie haben laute Rockmusik, sprechen zu ihrem Siri, der Computer versteht es, ihr Nachbar im Auto nicht, das geht. Warum? Weil der Computer eben die Signale abziehen kann. Dann, wo es ganz schlecht ist beim Mensch, ist beim Riechen. Wir haben ja heute intelligente Nasen, elektronische Nasen, die riechen besser als der Mensch. Der Mensch riecht eigentlich nur 2 Bit, kommen da überhaupt an. Noch schlechter ist es im Schmecken. Deshalb Air Berlin, süß oder salzig, ist absolut korrekt, denn mehr können Sie sowieso nicht unterscheiden. Ja? Sie haben 1 Bit Informationsverarbeitung, ne? Also deshalb ein Gourmet-Lokal ist an sich Unsinn, weil der Mensch hat gar nicht diese feinen neuronale Wahrnehmung, ist eigentlich mehr das Bild. Er guckt sich die Speisen an und so weiter. Das ist schon Gourmet-Essen, aber das ist eigentlich ein Essen mit den Augen und nicht mit dem Geschmackssinn und so weiter. Das heißt, wir können elektronisch bessere Sensoren bauen, aber was jetzt der Mensch hat, diese schlechten Sensoren, die er nutzt, die vereinigt er aber zu einem Gesamtbild. Und da sind wir eben noch dran, das nennt man Fusion. Also die Sensorfusion, und die klappt bei Maschinen noch etwas suboptimal. Und da, aber ich glaube, das Problem werden wir knacken in den nächsten Jahren. Wenn ich jetzt aber nicht nur die Sensorfusion hinbekomme, sondern die Fusion dann auch mit den kognitiven Fähigkeiten und mit dem Imitationslernen, ja, dann habe ich ja schon 3 Domänen des menschlichen Geistes vereint. Richtig. Fehlt ja nicht mehr viel. Sind noch immer noch, ja. Unterschätzen Sie bitte nicht die emotionale Intelligenz. Der Mensch ist ja sehr stark hormongesteuert. Ne? Deshalb sind wir als Informatiker da auch mit unseren Mitteln sehr beschränkt. Ich erinnere mich, als ich das DFKI gegründet habe, da hat der Minister Riesenhuber, gab es noch, ein ganz schlauer Forschungsminister, sagte mir, Herr Wasser, Sie müssen sich hier mit den Neurospezialisten unterhalten, damals Professor Singer, Hirnforscher. Da kam dann wenig dabei raus. Das liegt daran, dass das Gehirn ist ja eine extrem komplexe Maschine, die eben leider nicht nur aus Transistoren besteht, wie wir das bei der FH, sondern da sind ja chemische Prozesse. Und diese chemischen Prozesse, die sind neben den elektrischen Prozessen, die wir einigermaßen verstehen mit unseren Neuronen, auch noch mit einem Hormonsystem überlagert. Das sind ja praktisch Prozesse, die das ganze Denken nochmal überlagern. Und wenn Sie mal genauer hingucken, wie stark der Mensch eigentlich letztendlich auch emotional gesteuert ist, dann ist das schon ganz stark, weil der ganze Überlebenstrieb, ja, die Sympathie, Empathie und so weiter, und die lenkt ja unser Denken. Man kann sogar sagen, viele Teile der Kreativität werden erst durch die Emotionalität freigesetzt. Die besten Liebesgedichte schreiben Sie, wenn Sie wirklich verliebt sind, und das hat nur nicht, das kann ich eben schlecht auf einer elektronischen Hardware abbilden und so weiter. Und wir wollen kein Hormonsystem in einen Computer einzuführen, ist praktisch schlicht unmöglich. Was wir allerdings können, heute schon, ist Emotionen des Menschen zu verstehen. Wir zeigen das bei uns am Stand, also die sogenannte Sentiment-Analyse, also sozusagen einzuschätzen, wie ein Mensch auf ein Bild emotional reagiert, da sind wir schon dabei. Und wir glauben auch fest daran, dass künstliche Intelligenz nur funktioniert, wenn wir zumindest die Emotionen des Menschen analysieren können, wir können aber keine eigenen entwickeln. Das ist Quatsch, wenn einer erzählt, der Computer wird emotional, das ist schlicht und ergreifend Unsinn. Was ist, also trotzdem muss ich auf die Frage zurückkommen, was ist die Zukunft des Menschen, weil sich die natürlich immer dran stellt. Das heißt, wenn ich das zu Ende denke, eigentlich im zwischenmenschlichen Kontakt, im sozialen Kontakt. Das heißt, viele Sachen, wo ich das nicht brauche, die werden in Zukunft Maschinen machen. Glaube ich schon. Also wir sehen es ja hier auf der CeBIT, und wir werden es noch mehr auf der Hannover Messe Industrie sehen, dass die Roboter, die humanoides Verhalten an den Tag legen, dass die einen absoluten Siegeszug antreten. Ich sage immer in der Industrie, es ist die Zeit, dass die Roboter aus den Käfigen rauskommen. Bisher waren die ja wie die Raubtiere, wenn sie mal bei einer großen Fabrik waren, und so ein Schweißroboter, der steckt ja hinter Gittern oder zumindest elektronisch abgesperrt. Sie dürfen um Gottes Willen dem nicht zu nahe kommen. Das ist wie der Löwe im Zoo. Und was wir jetzt haben, ist eine neue Generation von Robotern, die wirklich mit dem Menschen Hand in Hand arbeitet. Und das wird die Zukunft. Ich bin überzeugt, wenn wir in so 5 Jahren wieder
Mitglieder treffen, dann sind schon viele industrielle Arbeitsplätze so, dass da Menschen zwar noch arbeiten, aber auch im Team mit Robotern. Wir bauen jetzt gerade ein neues System, wo drei unterschiedliche Roboter, die haben ja auch eigene Skills. Roboter ist ja nicht gleich Roboter, sondern es gibt Roboter, die sind hochmobil, sind sehr schnell, der andere ist hochpräzise. Also wie beim Menschen verschiedene Skills und dann drei Roboter zusammen mit drei Menschen. Und noch zwei Softbots, denn wir dürfen nicht vergessen, Roboter sind ja nicht nur physisch, es gibt ja auch Intelligenz im Netz sozusagen, die beraten da noch. Und solche Teambildung, das wird in der Zukunft immer mehr sein. Und natürlich, wie Sie richtig sagen, das Auto ist ja auch nur ein Roboter dann auf Rädern und wir werden in robotischen Umgebungen leben. Meine These ist, dass wir in wenigen Jahren wirklich uns daran gewöhnen müssen, dass wir eigentlich nicht mehr Mensch-Maschine-Kommunikation, sondern Mensch-Umgebung. Wir sind also hier die ganze CeBIT, da haben wir jetzt 10.000 Sensoren in der Halle. Wir haben überall nicht mehr so ein Ding, sondern überall sind ja Mikrofon-Arrays eingearbeitet. Wenn Sie eine neue Kinect, die hat schon unten so ein, und dann ist hier die ganze Wand, da sind 10.000 Mikrofone. Sie kommen in den Reihen, sprechen an, da sind Kameras. Ich glaube, da, das ist sicherlich, und das ist diese verteilte künstliche Intelligenz, die jetzt nicht als menschliche Superwesen, sondern das sind einfach dann Räume und ich glaube, da werden wir uns dran gewöhnen und werden das toll finden. Ich glaube, das ist ein Riesenfortschritt für die Menschheit. Ja, werden wir uns dran toll finden, genau, wollte ich nochmal einhaken, weil natürlich die tägliche Erfahrung, glaube ich, von den meisten Leuten immer noch ist, meine Güte, da schlägt jetzt ein AlphaGo ein Go-Spieler, aber der kann nicht mal meine E-Mails richtig sortieren oder eine Werbung verfolgt mich seit drei Tagen im Netz, dabei habe ich die Schuhe schon lange gekauft. Genau. Wie blöd ist das denn? Ja. Warum ist das so blöd? Ja, also das will ich auch nochmal ganz klar. Die vier größten Probleme im Bereich künstliche Intelligenz, die immer noch geknackt werden müssen, wo wir partielle Lösungen haben, ist erstens, der Mensch ist ja ganz toll darin, mit unsicherer Information umzugehen. Wenn Sie normal Informatik studieren, lernen Sie ja Algorithmen zu programmieren, die in Umgebungen, wo alles sozusagen genau geregelt ist, wo ich vollständige Informationen habe. Ja, das ist die Welt, sagen wir mal, der Betriebssoftware SAP und so weiter, läuft ja auch wunderbar. Wollen wir auch nicht drauf verzichten. So, jetzt aber künstliche Intelligenz heißt Unsicherheit. Also ich habe sehr viele Dinge, die ich eben nicht genau ablesen. Dann Wahrheit. Ja, ist ein Unterschied zur Unsicherheit. Wahrheit der Mensch, wenn Sie ein Straßenschild sehen, da steht drauf, bei Nässe 80. Ja, was heißt denn das eigentlich? Ja, Nässe, Moment mal. Ja, und da haben Sie aber ein intuitives Verständnis, sagen, naja, im Moment so ein bisschen Regen da, also jetzt fahre ich aber 120, das kann ich, ja, aber wenn da Aquaplaning, ja, allmählich, das ist doch schon Nässe, da bremse ich dann lieber mal und so weiter. Also diese Wahrheit, dann Unvollständigkeit von Wissen. Wir sind als Menschen gewohnt, wirklich mit absolut unvollständigem Wissen. Wenn Sie irgendwo hinkommen, wo, Sie waren noch nie in der Halle, trotzdem, Sie kommen damit klar. Das ist heute bei Systemen nicht der Fall. Und der vierte Punkt, das ist noch das Allerwichtigste, wir arbeiten ja ressourcenbeschränkt. Der Mensch hat ja auch nicht beliebig Gedächtnis. Wir müssen uns mal Notizen machen. Wir gehen aber mit unseren Ressourcen sehr geschickt um. Ein Roboter, wie wir sie am Anfang programmiert haben, die liefen, also rannten ja, drauf los, und plötzlich kurz vor dem Tor ist die Batterie all. Ja, das würde einem Menschen nicht passieren. Der teilt seine Kraft ein bisschen ein. Und Sie sehen hier bei uns so einen Unterwasserroboter, dem haben wir das jetzt schon eingebaut. Der plant wirklich mit seiner Batterie und wenn er merkt, da ist zu starke Strömung, dann macht er lieber mal eine Pause, kehrt zurück, lädt wieder auf und wartet, bis vielleicht diese Ströme oder der Sturm ja, vorbei ist, damit er die Mission erfüllen kann. Und das ist eben diese Selbstregulation, der Überlebenstrieb, das Umgehen, das müssen wir alles noch mit KI-Systemen denen mühsam beibringen. Da sind also noch etliche interessante Probleme zu lösen. Was ich eben ganz spannend von der Nummer darauf zurückkommen wollte, ist zumindest die persönliche Erfahrung, glaube ich, von vielen Teilen, wie sehr die persönliche Erfahrung mit Maschinenintelligenz auseinanderklafft mit dem, was medial oder was natürlich auch Google einfach tatsächlich präsentiert. Und man sagt, wenn die das können, warum können die mein Mailpostfach nicht gescheit sortieren? Ja, ja, ja. Das ist richtig. Ist das eine Spur von dem Hype, wo man sagt, da wird viel zu viel versprochen und viel zu wenig gehalten. Da wird tatsächlich, das geht jetzt schon wieder los mit diesem Hype, denn es ist ja auch so, dass man mit Maschinen lernen, das ist zwar unheimlich wichtig und natürlich die Lernfähigkeiten bei Menschen sind enorm wichtig. Nur, ich sage immer, alles zu lernen ist auch totaler Schwachsinn. Ja, ich bringe mal ein Beispiel. Sie alle haben in der Schule die Maxwell'schen Gleichungen kennengelernt, der Physik, wo man wirklich sozusagen sehr kompakt, unheimlich
unglaublich viele physikalische Effekte zusammenfasst. Ja? So, wenn jetzt ein Computer durch Deep Learning, die Maxwell'schen Gleichungen ableiten, da können Sie ja Rechenzeit gigantisch verbraten. Sie müssen auch vielleicht doch schon fast ein Jahr Daten sammeln. Ja? Und der Mensch lernt ja auch bei Learning by Being Told. Es macht absolut keinen Sinn, darauf zu setzen, jetzt alles automatisch zu lernen. Sondern wir werden nach wie vor auch Wissen dem Computer direkt eingeben müssen. Und wir müssen jetzt Systeme bilden, die einiges automatisch lernen und einiges sozusagen gesagt bekommen. Ein schönes Beispiel ist, wenn Sie automatisch fahren, wir arbeiten ja sehr viel an hochautomatisiertem Fahren oder selbstfahrenden Systemen, auch mit Google, mit Apple, aber jetzt auch mit BMW, Mercedes, VW zusammen. Da ist es praktisch so, dass wenn Sie zum Beispiel ein Stoppschilderkennung, das können Sie sehr schön mit Lernmethoden lernen. Da müssen Sie tausende von Stoppschildern, die dann auch im Schnee liegen, die halb kaputt sind, wo einer draufgeschossen hat, machen ja viele in den USA halb zerschossene Straßenverkehrsschilder, müssen Sie trotzdem noch als Stoppschild erkennen. Und da ist das Machine Learning unheimlich gut. Sie geben 10.000 Bilder und das System kann dann auch ein Stoppschild unsicher und verdeckt noch erkennen. Aber wenn Sie die Regel lernen wollen, was ich mit dem Stoppschild machen habe, ist natürlich voll idiotisch, wenn Sie jetzt jahrelang Filme gucken und gucken, was machen die Autos eigentlich, wenn die Stoppschild, sondern da kriegen Sie schlicht die Regel, ja, gesagt, ja, wenn Stopp. So, das heißt also, wir haben symbolisches Wissen, was wir per Lehrer eingeben, und wir haben gelerntes Wissen. Im Moment ist aber so ein Hype, alles wird gelernt, und das ist natürlich wieder eine Fehlentwicklung, eine Sackgasse. Das heißt, ich stelle mir das jetzt gerade konkret vor, Beispiel Smart Home und Bewegungsintelligenz. Ich muss mein Home erstmal ein Jahr lang trainieren, bis es dann richtig reagiert. Nein, das wollen wir eben vermeiden. Deshalb sage ich ja, Machine Learning, so schön das auch ist, das ist eine tolle Technologie für vieles. Ich hatte ja Beispiele gebracht, auch sozial relevante Beispiele bei uns am Stand. Wir haben zum Beispiel ein System entwickelt, Internetforensik, was zum Beispiel Kinderpornografie von erlaubter Pornografie im Internet automatisch entscheiden kann. Und zwar mit über 90% kann es entscheiden, ist das jetzt verbotene Kinderpornografie oder ist es erwachsene, erlaubte, typische, was weiß ich, Pornografie. Und das System erkennt das. Das ist für Beamte, wenn die ganzen Tag vor dem Terminal sitzen und diese Bilder angucken, nicht nur ermüden, sondern auch wirklich massiv psychisch belastend. Das macht jetzt die Maschine. Da sieht man also mit Machine Learning auch sozial ganz wichtige Anwendungen, um auch das Internet sozusagen weiter gesellschaftlich zu erhalten, um solchen Missbrauch sozusagen zu bekämpfen. Das halte ich für sehr gut. Aber nochmal, jetzt alles auf eine Technologie zu setzen, ist Unsinn. Ein automatisch fahrendes Auto muss nicht nur Machine Learning können, sondern es muss auch automatisch planen können. Das ist eine andere Disziplin in der künstlichen Intelligenz. Sie müssen nicht mehr überlegen, ich will jetzt überholen. Das habe ich durch, ja, so, aber wie mache ich denn den Überholvorgang? Ja? Fahre ich jetzt mal, wenn ich drei Spuren, auf welche Spur? Ziehe ich noch schnell an dem Laster vorbei und ich muss ja gleich die Abfahrt erreichen und so weiter. Kommt wieder die Ressourcenbeschränkung. Ich muss ja diese Planung so durchführen, dass ich jetzt nicht eine Viertelstunde wie beim Go rumgrübele und dann mache, sondern die Abfahrt kommt. Ich muss den schnell noch überholen und dann aber abbiegen. Und das kriegen wir aber mit unseren Fahrzeugen schon hin. Und da sieht man, auch da hilft mir kein Machine Learning, sondern das ist sogenannte automatisierte Handlungsplanung, wo Deutschland übrigens auch Weltmeister ist. Wir brauchen uns da nicht zu verstecken. Es gibt ja weltweite Vergleichstests in den USA, wo wir immer wieder den ersten Platz belegt haben bei dieser Handlungsplanung. Ich wollte mal nochmal einen Schritt ganz nach vorne und etwas visionärer oder etwas nach vorne blicken. Sagt, wenn wir jetzt tatsächlich hypothetisch ein intelligentes System entwickeln können, was so gut ist wie der Mensch, würden Sie sagen, super, habe ich mir schon immer gewünscht? Nein, es müsste schon menschliche Schwächen ausgleichen, denn ich arbeite eigentlich dafür, dass wir Systeme schaffen, die Menschen ähnlich sind, richtig, aber die auch natürlich dem Menschen in einer gewissen Weise überlegen sind, denn sonst brauchen wir sie nicht, denn wir haben ja eine Überbevölkerung, wir wissen auch, wie wir Menschen sozusagen machen, macht vielen sogar viel Spaß und so weiter. Warum sollen wir Computer, die erstens extrem viel teurer und zu herzustellen, was soll das Ganze? Also biologische Wesen zu reproduzieren, das macht keinen Sinn. Ja? Es gibt meiner Ansicht nach genug oder vielleicht
vielleicht sogar teilweise in manchen Landstrichen zu viel Menschen. Und wir brauchen Computer, um den Menschen das Leben angenehmer, besser, Wohlstand zu sichern und so weiter. Und dazu brauchen wir eben Computer und KI-Systeme, die den Menschen wirklich komplementär zu ergänzen. Ich bringe mal ein schönes Beispiel. Viele Haushaltsroboter, wenn Sie in einem Science-Fiction-Film einen Haushaltsroboter sehen, dann sieht der zum Teil aus wie ein Mensch. Ja? So, jetzt wissen wir aber alle, der Mensch ist als Putzmaschine nicht sehr gut geeignet. Ich komme selber nie unter mein Sofa. Ja, ich bin nicht so groß. Ja, das heißt, wenn ich den idealen Putzroboter, der kann nicht aussehen wie ein Mensch, sondern der sollte eine amorphe Masse, der sollte zum Teil wie ein Chamäleon sozusagen die Wand hochklettern und die putzen können. Der soll auch mal unter Sofa sich klein machen, wie eine Schlange da unter dem Sofa putzen und so weiter. Also das heißt, diese etwas triviale Vorstellung, wir brauchen künstliche Intelligenz in Form von Kopien von Menschen. Das ist im Bereich Science Fiction ganz nett. Das ist auch für Philosophie interessant. Aber ich muss sagen, da ist weder ein wirtschaftliches noch, glaube ich, soziales Interesse daran, das zu machen. Das heißt, wagen Sie die Voraussage, dass es dazu nicht kommen wird? Die wage ich, denn es gibt sicherlich die Leute, die das aus reinem Interesse mal immer weiter treiben, aber ich glaube, das ist wirtschaftlich und auch staatlich nicht im Interesse, wird auch in Deutschland nicht gefördert. Wenn Sie in Deutschland irgendwie bei einer Firma anklopfen oder hier beim Staat und sagen, ich will den super menschlichen Roboter bauen, sagen die ja bekloppt, was soll das? Wir haben, wie gesagt, wir haben Menschen genug, wie wir alle wissen, und wir, ich glaube, was das Interesse ist, man bekommt ja auch, wenn man sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigt, viel mehr Respekt vor der Grundintelligenz eines Menschen. Jeder, der hier sitzt, würde ich sagen, hat so viel mehr, ob er jetzt studiert hat oder nicht, spielt gar keine Rolle. Wir werden sehen, dass wir in 10 Jahren das akademische Studium gar nicht mehr so stark bewerten. Das sage ich jetzt, obwohl ich Professor an der Uni bin, auch, weil eigentlich kommt es sehr viel mehr an auf diese, wie wir sagen, Alltagsintelligenz. Das ist, was wir als Menschen Computern wirklich als riesigen Vorsprung haben. Und dieses Fachidiotentum, sagen wir mal, ein Watson, ein System, das den Arzt berät, welche Chemotherapie die beste ist, das können wir machen. Das sind aber Systeme, die sind hochgezüchtet, ja, und verstehen nur das. Und wenn Sie die E-Mail sortieren, können Sie nicht, versagen Sie. Und so ist es halt. Aber trotzdem sind solche Systeme gut. Ja? Das sind eben unsere Assistenzsysteme, die sind auf einem Gebiet besser als wir, aber ich habe also absolut keinen Zweifel, dass der Mensch in absehbarer Zeit, ich sage immer, es gibt kein naturwissenschaftliches Gesetz, was jetzt das Gegenteil beweist. Ich bin aber aus diesen pragmatisch-philosophischen Gründen eigentlich der Ansicht, das werden wir in den nächsten 50 bis 100 Jahren nicht erleben. Und es kommt noch ein Effekt dazu, das ist eigentlich das Killer-Argument. Sie alle kennen noch aus der Schule Kaspar Hauser, sogar von Peter Handke nochmal als Schauspiel aufgegriffen. Das war ja ein Mensch, der in den Keller, als Kleinkind in den Keller eingesperrt, hatte keine soziale Kommunikation und ist ja geistig verkümmert. Was ich damit sagen wollte, das hat wirklich Steven Spielberg mal in dem iRobot sehr gut dargestellt. Wenn Sie einen Roboter gar nicht ernst nehmen als soziales Wesen, dann lernt er auch nicht so wie Sie. Denn man braucht letztendlich die Empathie wie zu einem Baby, um diesen Roboter immer mehr zu trainieren. Ja? Und da wir aber wissen, dass Roboter ja keine biologischen Wesen ist, wird das auch, ich glaube, ein solches inniges Verhältnis, wie sie zu ihrem eigenen Kind entwickeln, wird sich zwischen Mensch und Roboter nicht entwickeln. Insofern haben wir immer ein Stück Kaspar Hauser-Effekt noch dazu, dass der Roboter ganz schnell in die Ecke geschickt wird. Halt mal die Klappe oder mach bitte kochen. Aber er ist nicht mein Ansprechpartner, so wie meine Ehefrau, meine Freundin, wie meine Kinder. Was ich ganz spannend finde, also an dem Thema und dem, was Sie gesagt haben, dieses immense Fachwissen von bestimmten Professionen, das relativ bedeutungslos wird. Und dahinter ja eigentlich eine komplette Neubewertung von Intelligenz steckt. Weil ich sage, ich glaube, dass vor 50 Jahren, als die Intelligenzforschung angefangen hat, wahrscheinlich das auch nicht wirklich als das Wesentliche gesehen hat. Die völlig einfachsten, selbstverständlichen Tätigkeiten, die das Allerkomplizierteste sind. Richtig. Also man kann fast sagen, dass das, was akademisch unheimlich schwierig ist, ich kann heute ein künstliches Intelligenzsystem schreiben, das ist besser als jeder promovierte Chemiker in der Analyse von Massenspektrogrammen, Voraussagen. Wir benutzen das heute bei HIV-Bekämpfung, Medikamentierung. Das sind die
die Computer schon besser. Das sind KI-Systeme, ja, die arbeiten sogar mit Unsicherheit, Bayesian Netzen, allem Möglichen. So, und insofern ist es vergebene Liebesmühe, wenn man im Studium jetzt versucht, auswendig zu lernen, solche Dinge und so weiter, sondern wirklich, dass diese Cleverness sozusagen bei extremer Unsicherheit, zum Teil sagen wir aus dem Bauch heraus, dann eine Entscheidung zu treffen, das ist eben bei den Menschen. Und der kann in ganz ungewöhnlichen Situationen, ich bringe immer gerne, ich habe kürzlich bei BMW gesagt, wenn wir ein BMW mal so selbstfahren hinkriegen, dass wenn der im Mainzer Karneval fährt und sieht einen riesen Elefanten auf sich zukommen, dass er dann nicht gleich den Motor abschätzt und eine Notbremse und dass er sagt, wo bin ich hier, bin ich in Afrika gelandet, sondern der sagt, aha, hier ist Karneval, das ist ja nur ein Pappmaché und so weiter. Das kann der Mensch ja in Millisekunden, man merkt das gar nicht, das einem Computer beizubringen. Und das kann ich nicht nur durch Teach-In, da nutzt mir das Machine Learning nichts, weil das extrem selten Beispiel. Haben Sie im Leben, wie oft waren Sie im Mainzer Karneval und wie oft fuhr dort ein Elefant rum? Ja? Aber der Mensch kann diese Analogie sofort ziehen. Also insofern, ich habe große Hochachtung vor jedem menschlichen Wesen, wenn es auch sozusagen noch nicht mal die Grundschulausbildung hat, steckt da mehr Intelligenz im Sinne der KI dahinter, was wir noch nicht können, als einer, der jetzt promoviert in Chemie ist. Wie sieht denn dann die Ausbildung aus? Oder wie werden dann die Berufsbilder in Zukunft aussehen, wenn Sie sagen, der Doktor ist irrelevant? Ich würde nicht sagen irrelevant, das wird auch noch gebraucht, aber was ich damit sagen will, ist die Gewichtung, dass diese Disziplin mehr einer Digitalisierung, Mechanisierung durch KI, ja, und dadurch auch Berufe, die gefährdet sind, ja, während ich glaube, dass es sehr viele heute im handwerklichen, im kreativen Bereich, auch im Bereich übrigens Journalismus, so eine Gesprächsführung, da gehört ja auch wieder emotionale und soziale. Sie müssen den richtigen Punkt finden und so weiter, die richtige Gangart, das richtig formulieren, ne, den Kontakt, Blickkontakt und so halt. Also solche Skills, die muss man mehr führen. Deshalb bin ich auch dafür, dass in der Schule nicht nur Allgemeinbildung, das ist auch so ein allgemeiner Stichwort, sondern dass diese Alltagsintelligenz, das clevere Entscheiden in Alltagssituationen, das Bewerten, das Lernen zu lernen, auch die kritische Auseinandersetzung, ja, auch mit Technologie, das ist viel wichtiger als jetzt das Fachwissen. Man weiß auch, der erfahrene, gucken Sie unsere Top-Manager an. Ja, ich habe mal einen Vorstandsvorsitzenden eines großen Unternehmens, was ich sogar mit Telekom, der konnte auch nicht erklären, wie jetzt UMTS genau im Einzelnen arbeitet oder LTR. Trotzdem ist er der Chef des Unternehmens. Ja. Also das heißt, dieses tiefe technische Wissen ist nicht immer das, was wegweisend ist. Okay. Ja. Bedanke ich mich von meiner Seite. Pünktlich um 5:17 Uhr machen wir Schluss.